herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir oder ehrlich gesagt zu einem neuen Vlog. Heute ist Freitag und ich habe ehrlich gesagt ganz schön viel zu tun. Ich habe jetzt gerade schon eine Zusammenfassung geschrieben von einer Vorlesung und jetzt muss ich noch zwei Vorlesungen anhören. Die eine habe ich auch schon ein bisschen angefangen, mache ich jetzt noch gleich weiter und dann muss ich noch eine Aufgabe erledigen für ein Fach und irgendwas war noch. Ach so, ja klar, ich muss für die zwei Vorlesungen dann auch noch Zusammenfassungen schreiben und das will ich heute gerne alles erledigen und ja, ich nehme euch einfach ein bisschen mit. Ich hoffe auf jeden Fall, euch geht es soweit gut, mir geht es eigentlich ganz gut. Gestern war ich in so einem Motivationsloch und konnte mich irgendwie gar nicht motivieren. Ich habe auch dann länger geschlafen und war irgendwie den ganzen Tag so richtig müde. Also ich weiß nicht, was da los war. Aber heute habe ich ehrlich gesagt wieder ja, Motivation, was zu machen. Ich will euch auch später zeigen, wie ich meine Notizen schreibe. Das haben sich ja viele von euch gewünscht und da will ich euch einfach ein paar Tipps geben. Ja, ansonsten werde ich mich jetzt gleich wieder an meine Vorlesung machen. Die ist heute auf Englisch. Also ich habe jetzt International Communication. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, ich studiere Medien und Kommunikation. Ja, und da höre ich mir jetzt gerade die erste Vorlesung an. Und ja, bin gespannt, wie die so wird, ganz ehrlich, weil Englisch, also ich mag Englisch, also ich mag die Sprache auf jeden Fall, aber ich bin jetzt nicht der größte Pro in Sprachen generell, also mir fällt es halt voll schwer, Sprachen zu lernen. Ich muss auch sagen, in der Schule habe ich zum Beispiel in der 5. Klasse mit Latein angefangen und ich frage mich ja ernsthaft, warum fängt man mit Latein an? Das ist so eine ausgestorbene Sprache. Es wäre einfach viel besser gewesen, wenn man gleich mit Englisch ja, angefangen hätte. Aber das war halt irgendwie in meiner Schule so vorgegeben. Richtig komisch. Ich setze mich jetzt weiter in meine Vorlesung. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen motivieren und let's go! So Leute, es ist jetzt schon etwas Zeit vergangen. Ich glaube, seit ich mich das letzte Mal gemeldet habe, sind jetzt ungefähr 3-4 Stunden oder so schon vergangen. Es ist jetzt 17 Uhr und draußen ist es echt schon dunkel. Ich habe jetzt auch von meinem Zimmer da die Lampe geholt, dass es ein bisschen heller noch ist zum Filmen. Und auch die Lampe hier, aber die habe ich euch schon mal gezeigt, habe ich auch von drüben geholt. Und ja, aber ich wollte euch ja jetzt noch zeigen, wie ich meine Sachen zusammenfasse. Übrigens habe ich fast alles heute geschafft. Ich habe die zwei Vorlesungen in International Communication angeschaut, habe sie zusammengefasst und habe noch Kommunikationswissenschaften zusammengefasst. Also war ich heute eigentlich ganz gut. Es fehlt mir halt nur noch die Aufgabe in COVI. Also COVI ist die Abkürzung für Kommunikationswissenschaft. Aber die mache ich jetzt morgen, weil ich habe heute ehrlich gesagt jetzt nicht mehr den Nerv so dafür. Aber ja, ich zeige euch jetzt auf jeden Fall, wie ich meine Sachen zusammenfasse. Aber ich glaube, ich stelle euch erstmal hin. Also ich weiß ja nicht, in welchem Semester ihr so seid und ob ihr jetzt zum Beispiel im ersten Semester seid und noch gar nicht so richtig die Ahnung habt, wie ihr mitschreiben wollt. Ihr müsst euch natürlich erstmal überlegen, wie ihr mitschreiben wollt und wie ihr dann auch die Zusammenfassungen haben wollt. Da gibt es natürlich die Möglichkeit, ja, handschriftlich mitzuschreiben oder ihr schreibt auf dem Laptop mit oder auf dem iPad. Also das sind, glaube ich, die, ja, die bekanntesten Möglichkeiten. Und ich habe jetzt einen Laptop und ich schreibe aber handschriftlich mit. Bei mir war es so, ich habe im ersten Semester alles handschriftlich geschrieben, also auch die Zusammenfassungen, was ich euch ehrlich gesagt nicht empfehlen kann. Und im zweiten Semester habe ich so gemacht, dass ich alles nur auf dem Laptop mitgeschrieben habe. Und das kann ich auch, naja, doch, ich kann es schon empfehlen. Aber ich bin jetzt eigentlich so, wie ich es gerade mache, am zufriedensten. Und zwar schreibe ich in der Vorlesung handschriftlich mit. Und zwar alles, was eben nicht auf den Folien steht, was die Profs eben noch extra sagen. Und was ich denke, was mir beim Lernen irgendwie helfen wird. Und ja, was, welche Informationen ich einfach noch als wichtig empfinde, schreibe ich alles auf und ich schreibe eben noch die Überschriften von den Folien mit drauf, dass ich weiß, zu welchem Themenkomplex jetzt meine Mitschrift gehört. Ich finde es eigentlich ganz gut, weil das Ding war, im zweiten Semester habe ich eben alles gleich während der Vorlesung, also auch von den Folien noch mit abgeschrieben. Und da habe ich gar nicht mehr so richtig zugehört, sondern ich habe einfach nur versucht, auf die Schnelle alles irgendwie mitzuschreiben, dass ich ja danach irgendwie nichts mehr machen muss.
Und ja, das kann ich euch nicht empfehlen. Also versucht wirklich in der Vorlesung zuzuhören, weil auch wenn ihr zuhört, ja, habt ihr schon viel gelernt. Also so geht es mir auf jeden Fall. Also das ist mal vorab. Und meine Zusammenfassungen schreibe ich dann eben auf meinem Laptop. Und zwar einfach mit Word. Ich finde es immer cool, wenn man so sieht, zum Beispiel die Leute, die mit dem iPad mitschreiben. Da schaut es einfach immer so mega schön aus, aber ich habe halt leider kein iPad und kann es nicht machen. Und da braucht man natürlich auch ein bisschen eine kreative Ader. Und natürlich muss man dafür auch noch mehr Zeit einplanen. Also meine Mitschriften gehen eigentlich relativ schnell. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ich zeige sie euch. Erstmal nochmal zu den Notizen, die ich mir während der Vorlesung mache. Also ich schreibe oben einfach hin, welche Vorlesung das ist, dass ich das auch zuordnen kann. Und wenn ich dann eigentlich die Zusammenfassung geschrieben habe, dann schmeiße ich das Blatt weg. Ich weiß, es ist jetzt nicht die beste Möglichkeit. Also wenn ihr natürlich auf dem Laptop gleich mitschreibt, dann ist es vielleicht ein bisschen umweltfreundlicher. Aber für mich ist es einfach einfacher, weil wenn ich das auch handschriftlich mitschreibe, dann habe ich das Gefühl, dass das einfach in meinem Kopf schon mehr verankert ist. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Und ja, das Blatt ist relativ klein und so viel habe ich jetzt da nicht mitgeschrieben, aber einfach die Sachen, wo ich denke, das könnte noch ganz wichtig sein und es steht jetzt nicht auf der Folie. Und dann trage ich das einfach später in meiner Zusammenfassung mit ein. So, hier seht ihr jetzt mein Laptop. Und da habe ich jetzt die Zusammenfassung, ja, mal geöffnet von der Vorlesung. Und ich schreibe einfach oben immer als Überschrift eben, um welche Vorlesung es handelt. Ich schreibe schon gar nicht mehr das Datum mit, weil dadurch, dass es so viel asynchron ist, bringt mir das Datum nichts mehr, weil vielleicht mache ich das auch mal eine Woche später, als eigentlich ja von der Dozentin oder von der Professorin oder so ja gedacht. Und deswegen, ich schreibe einfach nur Vorlesung 2 oder so und gar nicht mehr das Datum. Und dann schreibe ich oben einfach noch hin, um welches Thema es sich allgemein in der Vorlesung handelt. Und dann ist es eigentlich selbsterklärend. Ich nehme mir halt die Folien zur Hand. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch abgespeichert habe, aber ich kann ja mal schauen. Genau, ich mache das immer so, dass ich meinen Laptop sozusagen in zwei teile. Ich weiß, mein Laptop ist eigentlich relativ klein und so gut ist es immer nicht für die Augen, glaube ich. Aber ich versuche das halt einfach da ein bisschen ran zu zoomen und ja, das geht eigentlich schon klar. Ja, und dann lege ich mir das so zurecht, lege noch meine Mitschriften daneben und dann fange ich eigentlich schon an. Ich muss sagen, von den Folien schreibe ich eigentlich alles größtenteils ab, weil auf den Folien steht halt einfach immer das Wichtigste. Manchmal ändere ich halt ein bisschen was ab oder ich ja, strukturiert es einfach ein bisschen anders, dass es für mich einfach mehr Sinn ergibt. Aber eigentlich übertrage ich das Ganze so, wie es auf den Folien steht. Ja, dazu habe ich jetzt eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich weiß ja nicht, es kommt immer auf den Studiengang drauf an, wie das bei euch so ist, ob alles auf den Folien wichtig ist oder nicht. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum schreibe ich das überhaupt alles ab? Also ich könnte auch einfach von den Folien her lernen. Aber das Ding ist einfach, erstens könnte ich da nicht noch meine eigenen Mitschriften mit reinfügen. Ich weiß, man könnte es ja sozusagen in die Folie noch mit reinschreiben, aber das geht halt über den Laptop eher schlecht. Und ja, die Folien, es sind halt hier jetzt zum Beispiel 10 Folien. Und ich glaube, das waren sogar 2 Foliensätze. Also ich glaube, 20 Folien waren das. Und in meiner Zusammenfassung sind es halt nur 4 Seiten. Und das ist einfach für mich ein bisschen, ich weiß, das ist, glaube ich, ein bisschen psychisch oder so, aber dann denke ich mir einfach, ja, 4 Seiten ist halt weniger sozusagen zu lernen als jetzt 20. Und wenn man das am Ende halt hochrechnet, am Ende des Semesters, wenn man plötzlich dann 400 Folien oder so hat, dann kann man schon schnell überfordert sein und deswegen tue ich mir einfach so leichter. Zu meinen Mitschriften noch so, ich versuche immer die ganzen Definitionen oder so, zum Beispiel hier, einfach noch in einen Kasten reinzumachen, dass sie noch hervorgehoben werden. Das kann man hier oben machen. Weiß nicht, kennt ihr bestimmt. Zu meiner Schriftart, dass es einfach noch schöner ausschaut, da benutze ich Matic SC. Die Schrift habe ich mir runtergeladen. Ich habe das euch auch schon mal in einem Vlog gezeigt. Ich kann euch ja mal das Video unten in die Infobox verlinken, wo ich euch das zeige. Falls ihr euch auch irgendwie dafür interessiert, schöne Schriften oder so runterzuladen, ist auch alles kostenlos und von Google. Also das ist wirklich kein Problem. Ja, und solche Modelle oder alles, was ein bisschen
komplizierter ausschaut und ich jetzt nicht so richtig Lust habe zu übertragen, mache ich einfach einen Screenshot davon und füge das einfach ein. Also da mache ich mir jetzt nicht so die große Mühe. Am Ende mache ich dann einfach die Schrift noch kleiner, dass ich eben weniger Seiten insgesamt habe, weil, ja, das finde ich irgendwie unnötig. Und ich finde 12, also Schriftgröße 12 finde ich halt zu groß. Und ich finde Schriftgröße 8 ist so ein gutes Mittelmaß, kann man noch richtig gut lesen. So, jetzt habt ihr das mal grob gesehen, wie ich meine Zusammenfassungen schreibe. Es ist echt kein großes Hexenwerk, aber was ich euch noch sagen wollte, wenn ich immer meine Zusammenfassungen schreibe, dann kann ich mich voll oft nicht so gut konzentrieren und schweife halt richtig schnell ab. Und da höre ich dann immer auf Spotify einfach eine Playlist, da müsst ihr einfach eingeben, lernen zum Beispiel, da kommen ganz viele Playlists und da könnt ihr einfach mal schauen, bei welcher Musik ihr euch am besten konzentrieren könnt. Ich zum Beispiel kann mich gar nicht konzentrieren, wenn irgendwie, wenn was gesungen wird oder so. Also ich kann mich am besten bei so Pianomusik oder so konzentrieren, wenn es einfach so ein bisschen im Hintergrund läuft. Also ich weiß, es gibt auch Menschen, die brauchen absolute Stille, aber ich mag das ganz gern, wenn, ja, paar Geräusche irgendwie so im Hintergrund sind. Ich kann mich zum Beispiel auch richtig gut in Cafés oder so konzentrieren. Aber das geht ja im Moment nicht. Ja, und zwar höre ich im Moment Instrumental Study und ich finde die echt gut. Also die geht insgesamt 12 Stunden lang, also fast 13 Stunden. Heieiei. Also da könnt ihr echt richtig viel und richtig lang lernen und Zusammenfassungen schreiben. Und ja, wenn ich dann die ganze Zusammenfassung geschrieben habe, dann drucke ich die meistens noch aus, weil ich habe ja auch, habe ich euch erzählt, die ganzen Mappen und so gekauft. Und ich glaube, ich habe die Vorlesung auch schon ausgedruckt, die ich euch gezeigt habe. Nee, habe ich nicht. Ich habe sie noch nicht ausgedruckt. Aber zum Beispiel die erste Vorlesung habe ich ausgedruckt, die kann ich euch mal zeigen. Ja, und zwar schaut es dann so aus. Also ich finde, die Schriftgröße kann man auch richtig gut lesen, dass ihr das auch mal seht. Und ja, ich habe das jetzt in so eine Glassichtsfolie. Wundert euch nicht, ich habe die schon länger, also ich kaufe da keine neue mehr. Aber ich finde es einfach ganz praktisch, weil sonst kommen halt schnell so Knicke rein und so. Aber ich würde euch jetzt einfach umwelttechnisch nicht empfehlen, nochmal neue zu kaufen. Also benutzt einfach die, die ihr zu Hause habt, oder benutzt einfach keine. Ich weiß nicht, aber das muss ja nicht unbedingt sein. So schaut dann die Zusammenfassung am Ende aus. Ich mache die dann noch farbig und dafür benutze ich dann immer diese Stifte hier. Ja, die heißen Midliner und die habe ich auf Amazon einfach bestellt. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, weil so, ja, was Krasses mache ich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber ich bin ja immer noch im Lernprozess sozusagen. Ich glaube, es ändern sich auch sicher nochmal meine Mitschriften, aber im Moment komme ich damit einfach am besten klar. Und ich finde es halt voll oft schwer zu wissen, was ist jetzt wichtig, was ist unwichtig. Man muss dafür ein gewisses Gespür bekommen und ich muss sagen, ich habe das selbst auch noch nicht so richtig bekommen. Also klar, bei manchen Sachen denke ich mir, ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Oder jetzt denke ich mir ja schon öfters, ja, das habe ich jetzt schon paar Mal gehört in den Vorlesungen, das brauche ich jetzt nicht mehr mitschreiben. Aber gerade wenn ihr am Anfang des Studiums seid, schreibt lieber ein bisschen mehr mit als zu wenig und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, ich glaube, ich habe jetzt genug um Uni-Sachen geredet und für heute auch genug für die Uni gemacht. Ich werde morgen, glaube ich, noch die Aufgabe erledigen. Also ich muss da einen Text lesen in einem Buch. Genau, aber das kann ich auch morgen erledigen. Das muss ich jetzt nicht mehr heute unbedingt machen. Und ja, ich werde jetzt erstmal rüber in mein Zimmer gehen. Ich muss erstmal wieder die ganzen Lampen rübertragen. Super. So, ich habe jetzt ein bisschen in meinem Bett gechillt und habe ein paar YouTube-Videos angeschaut. Ich habe gerade einfach, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt von der Ishtar, dieses Video, wo Tommy sein Staatsexamen, ja, abschließt, habe ich gerade angeschaut. Und oh Gott, die letzten paar Minuten waren so emotional und da musste ich mitheulen. Ich muss bei sowas immer mitheulen, weil ich das so mitfühle und mich dann für die Person immer so freue. Auch immer, wenn ich Grey's Anatomy schaue oder so, muss ich immer mitheulen. Weiß ich nicht, ich fühle dann immer so richtig mit. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal runter, weil wir essen heute Flammkuchen. Genau, ich werde jetzt meiner Mom erstmal helfen, den Flammkuchen zu machen. Ich muss erstmal meine ganzen Lichterketten hier wieder ausmachen in meinem Zimmer.
Hallo, ich mache mich jetzt gerade fertig. Ich habe heute mal was Schickeres angezogen, weil... Okay, der Hund bellt gerade draußen. Aber ja, weil ich mit der Veronika Bilder machen gehe. Und da mache ich mich jetzt gerade fertig. Sie holt mich in einer Dreiviertelstunde ungefähr ab. Und ich muss mich noch schminken und meine Haare ein bisschen machen. Ja, weil das ist nicht meine Frisur. Ich wasche jetzt erstmal mein Gesicht. Ich habe euch ja immer erzählt, dass ich so Probleme mit meiner Haut habe. Und es hat sich echt gebessert. Ich habe nur noch hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt so richtig sieht, ein paar Unreinheiten. Aber sonst ist echt meine Haut im Moment richtig gut. Und ich glaube, das liegt auch an den Produkten. Also ich benutze erstmal... von CeraVe, diese Waschlotion. Ich habe mir die ja gekauft, weil ich die überall auf TikTok gesehen habe. Und ich dachte mir, ich probiere das jetzt mal aus, wenn jeder da so begeistert von ist. Und dann habe ich mir noch von The Ordinary dieses Serum da gekauft. Und ich weiß, man hört es echt überall, aber es ist halt wirklich gut. Also meine Haut ist dadurch richtig gut geworden und rein. Und ich bin echt begeistert. Und ja, dann als Gesichtscreme benutze ich die von Nivea. Aber die möchte ich eigentlich nur leer machen und dann... Ich glaube, dann hole ich mir von CeraVe dann auch ja, die Creme, genau. So, da das jetzt geschafft ist, ich schaue übrigens noch richtig müde irgendwie aus, obwohl wir schon 11:30 haben, weil ich habe heute mal länger geschlafen und das tat echt richtig gut. Also ich glaube, ich habe bis 9:30 geschlafen, am Wochenende stelle ich mir offensichtlich keinen Wecker. Da freue ich mich dann auch schon immer drauf, also ich brauche irgendwie so eine Routine, dass ich mir... unter der Woche auf jeden Fall einen Wecker stellen und dann, dass ich mich auch aufs Wochenende freue, wenn ich da mal ausschlafen kann oder so. Und ja, so das Serum, das lasse ich dann immer kurz einwirken. Ich habe was im Auge. Ja, ich lasse es immer kurz einwirken, bevor ich dann noch die Creme drauf mache. Genau, dann mache ich nur noch Kontaktlinsen rein und dann kann ich mich auch schon schminken. Ich bin jetzt mit der Veronika ja, auf dem Weg in die Stadt. Wir haben uns nämlich heute mal überlegt, in der Stadt Bilder zu machen. Uns ist einfach aufgefallen, dass wir immer nur auf dem Land Bilder machen, so richtige Landkinder. Jetzt müssen wir dann noch einen Parkplatz suchen. Und dann hoffen wir, dass wir ein paar coole Bilder machen können. Aber mal sehen. Hallo! Ich habe über Nacht einen kleinen Freund bekommen. Oder was heißt klein? Eigentlich groß. Ja. Und zwar zwischen der Augenbraue. Wie kann das sein? Ja, richtig doof. Aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Auf jeden Fall, gestern habe ich nicht gefilmt. Ich habe ehrlich gesagt gestern eine kleine Pause gebraucht, weil am Samstag ist mir noch was richtig Dummes passiert. Ich war so bei meinem Papa und wollte was aus der Mikrowelle rausholen. Und die Mikrowelle ist halt so ein bisschen weiter oben, also so auf der Höhe meines Gesichts sozusagen. Also nicht irgendwie weiter unten. Und ja, da liegt ja immer so ein Glasteller in dieser Mikrowelle. Und ich wollte halt eben was rausnehmen und dann ist dieser Glasteller, okay, meine Kamera gerutscht hier weg. Ja, und dann ist dieser Glasteller einfach mit rausgefallen und auf meinen Fuß. Ja, das war mal wieder so eine typische Aktion irgendwie. Und jetzt ist halt mein Fuß ein bisschen dick und langsam wird er auch ein bisschen blau. Also ich hatte dann am Samstagabend hatte ich so gar keine Schmerzen, bin noch ganz normal gelaufen und so. Und da war es auch nicht so dick und dann irgendwie so 4 Stunden später ist es dann so langsam angeschwollen. Und ja, wie ich dann früh aufgewacht bin, hatte ich jetzt nicht so starke Schmerzen. Also ich hatte eigentlich kaum Schmerzen, aber dadurch, dass es ja angeschwollen ist, konnte ich irgendwie nicht so gut laufen. Und jetzt humpel ich halt ein bisschen rum und ich hoffe mal, dass es nichts Schlimmeres ist. Also ich war jetzt noch nicht beim Arzt. Aber ja, das ist jetzt zur Geschichte meines Fußes. Ich wollte euch eigentlich noch was zeigen und zwar habe ich bei H&M bestellt und die Bestellung kam am Samstag dann noch an und ich habe 2 Schlafanzüge bestellt. Ihr wisst nicht, wie anstrengend es war, diese Schlafanzüge zu bestellen, weil immer waren die ausverkauft.
Ich habe mich echt gefragt, immer die Schlafanzüge, die ich bestellen wollte, waren ausverkauft. Da dachte ich mir auch, danke. Ich glaube, ich habe jetzt bestimmt einen Monat gebraucht, bis ich die endlich bestellen konnte. Und ich bin jetzt froh, dass ich sie habe. Und zwar habe ich mir einmal so einen, ja, roséfarbenen bestellt. Und wenn ihr diesen Stoff spüren könntet, dann ist er einfach so weich, also so richtig angenehm. Ich kann es nämlich gar nicht haben, wenn Schlafanzüge so einen dickeren Stoff haben. Also dann, das ist mir einfach zu warm in der Nacht. Also ich brauche da irgendwie ein bisschen was Luftigeres. Aber der ist so richtig angenehm. Ich muss den halt jetzt auf jeden Fall noch waschen. Und ich habe den ja jetzt noch nicht zum Schlafen getragen oder so. Aber wie ich ihn schon anprobiert hatte, das hat sich einfach richtig gut angefühlt. Und das Oberteil ist halt ein bisschen so oversized. Ich würde es euch jetzt auch angezogen zeigen, aber mit meinem Fuß lasse ich das, glaube ich, jetzt lieber. Und ja, das Oberteil ist halt ein ganz normales Oberteil. Pff, schlau. Und das Unterteil oder die Hose ist halt unten, also die ist halt nicht eng geschnitten, sondern die ist so ein bisschen weiter, was ich ja eh ganz gerne mag. Ich habe den Schlafanzug jetzt in Größe M. Ich muss sagen, von der Taille her könnte er noch ein bisschen enger sein, aber das Gute ist, man kann es ja ein bisschen fester ziehen. Und sonst würde mir der halt einfach von der Länge nicht passen. Das ist immer so ein bisschen mein Problem. Und dann habe ich noch einen zweiten bestellt. Der hat so ein bisschen anderen Stoff. Der ist jetzt nicht ganz so weich. Der ist ja ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig sehen kann. Also der ist so ein bisschen geriffelter, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber ja, auch echt super angenehm zu tragen. Den gab es auch nur noch in Größe L. Und ich dachte mir, hoffentlich passt der mir. Aber ich muss sagen, der fällt eh ein bisschen kleiner aus. Also bin ich eigentlich froh, dass ich ja den jetzt in L genommen habe. Vor allem bei Schlafanzügen finde ich das eh nicht so schlimm, wenn die ein bisschen größer einfach sind. Da habe ich einmal dieses graue Oberteil. Das ist auch ein bisschen kürzer geschnitten. Also wenn ihr das nicht so mögt, dann ja, solltet ihr den vielleicht nicht kaufen. Aber er ist jetzt nicht so krass gecroppt. Also das Oberteil geht halt jetzt einfach nicht zur Hüfte. Aber ich finde das jetzt nicht schlimm. Also es rutscht jetzt nicht irgendwie hoch oder so. Und was ich auch ganz süß finde, die Ärmel, die haben so einen geriffelten Stoff da am Ende. Ja, ich glaube, man kann es ganz gut erkennen und das fand ich auf jeden Fall sehr süß. Ja, und die Hose, die ist so ähnlich wie die rosane. Und zwar ist die halt unten auch wieder ein bisschen weiter. Wenn ich die in M genommen hätte, hätte mir die von der Länge echt nicht gepasst. Wieder von der Taille einfach ein bisschen zu groß. Aber das ist ja auch nicht schlimm, also das kann man ja auch enger schnüren. Deswegen, ja, jetzt habe ich endlich zwei Schlafanzüge. Ich bin so eine Person, ich schlafe eigentlich immer nur in alten T-Shirts und so. Aber irgendwie jetzt vor allem im Winter, ich habe einfach nichts mehr Richtiges gehabt. Und ich habe echt mal Schlafanzüge gebraucht und ich bin jetzt echt froh, dass ich welche habe. Und dann habe ich noch bei About You, da gab es drei Masken im Angebot. Und die fand ich so süß und ich wollte eben mal so Stoffmasken, weil ich laufe eigentlich meistens mit so Einmalmasken rum. Aber ich denke mir, wir müssen ja bestimmt noch länger Masken tragen und die fand ich echt schön. Und zwar haben die so eine gelbliche Farbe. Ich weiß nicht, ob man das richtig erkennen kann. Auf jeden Fall ist auf der einen Seite so ein Smiley und auf der anderen steht I'm smiling at you. Und was ich auch gut finde, ist, dass die Bänder hinten, also für die Ohren sozusagen, nicht so dick sind. Weil ich hasse das, wenn die so dick sind und dann kriegt man so, ja, dann werden die Ohren so nach vorne gezogen. Ich finde das voll unangenehm. Deswegen, ja, die passen sehr gut. Und die Maske ist auf jeden Fall auch groß genug. Das war meine kleine Ausbeute. Und ja, ansonsten würde ich jetzt auch den Vlog hier beenden. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag, was auch immer ihr heute vorhabt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!